Guten Morgen, es ist kurz vor sechs. Ich fahre mit dem Bus nach Troisdorf. Ziel ist heute die Landesgartenschau in Höxter. Eine Bustagesreise. Der Zuliefererbus, der wartet in Troisdorf. Und der große Bus, der fährt auf Köln-Hohweide. Aber erst müssen wir noch einige Gäste einsammeln. Hier gibt es eine kostenlose Köln-Rundfahrt. Über die Severinsbrücke geht es in die Stadt rein. Ah, da ist ja auch schon der große Bus, da kann es ja gleich losgehen. Bis dahin sind etwa 250 Kilometer. Erst einmal geht es über die A3. Alles so fast, dass da irgendwie was schief geht. Der Knopf ist. Und gleich wechseln wir hier in Leverkusen auf die A1 in Richtung Dortmund. Geht an Burscheid vorbei. Die nächste größere Stadt ist jetzt Wuppertal. An Hagen vorbei, hier gleich rechts ab in Richtung Kassel. Auf der A44. Hier machen wir dann auch mal Pause. Der Abfahrt Paderborn verlassen wir jetzt die Autobahn. Hier über die Bundesstraße geht es zügig voran. Unterwegs hier aber riesige Windparkanlagen. Ich habe auch einen hervorragenden Platz hier vorne. Ist ja nicht viel Verkehr. Morgen ist ja Christi Himmelfahrt, da hätte ich mit mehr Verkehr gerechnet. Höxter ist erreicht und wir müssen jetzt einmal rundherum fahren. Der Parkplatz für Busse ist hier bei Schloss Corvey. Um 11:30 haben wir das Ziel erreicht. Das soll eine tolle Schlossanlage sein. Bin ich mal gespannt. Wird erstmal die Eintrittskarte ausgehändigt. Na, da stecke ich hier mal gut weg. Ach ja, Abfahrt ist jetzt um 17 Uhr. 5,5 Stunden, da werden die Schuhe ja wieder ganz schön abgelaufen. Aber ich habe mal extra ein paar neue angezogen.
Kloster Corvey und auch Höxter blicken schon auf eine 1200-jährige Geschichte zurück. Das Kloster sollte eigentlich an einem anderen Ort gegründet werden. Das war in Hethies. Aber für das Kloster zu unterhalten, war der Ort nicht gut genug. Wir mussten ja auch weiter wirtschaften. Da in den Weserburen, da wagten hier die Mönche einen Neuanfang. Mit dem Wetter habe ich ja heute Glück. Recht ist es die Information drin. Das ist schon ein beeindruckendes Schloss von seiner Größe. Gebaut wurde das Schloss im 9. Jahrhundert. UNESCO-Welterbe ist das Schloss seit 2014. Wäre auch mal interessant, da reinzugehen. Hier müsste auch gleich der offizielle Eingang sein zum Landesgartenschau. Da wird der QR-Code gelesen und einen Stempel auf der Hand gedrückt. Noch ein bisschen viel Wind. Da bin ich jetzt im Klostergarten. Gibt hier noch einen Apothekengarten und dann noch ein Küchengartenkabinett. Ist schon erstaunlich, was hier noch alles blüht. Gut, die Lilien, ja, aber die Tulpen sind bei mir schon alle verwelkt. Hier am Eingang, da kann man verschiedene Themenführungen buchen. Wenn ich eine Zeit habe, hier ist zumindest mal in die Klosterkirche. Das war eine ehemalige Reichsabtei. Sehenswert sind die mittelalterlichen Wandmalereien. Die sind aus der Zeit der Karolinger, zum 9. Jahrhundert. Thank you.
Da gibt es einen wunderschönen Kaisersaal drin. Und eine fürstliche Bibliothek. Mehr als 70.000 Bände lagen da. Jetzt habe ich den Klostergarten verlassen und jetzt ziehe ich mal dem Weserbogen entlang. Die Brücke sieht verrostet aus. Also eine blaue Schafe sieht man hier noch öfter. Na gut, das ist eben Kunst. Hier am Weserbogen gehen die wenigsten lang. Das Ziel ist jetzt die Stadt Höxter. Ja, hier sind so Audiostationen. Sieht fast aus wie Paletten. Ja, breit ist die Wiese ja nicht. Hier gibt es ja schon riesige Bäume. Aber die Kastanien sind ein bisschen später dran wie bei uns. Ja, wenn es bald wärmer wäre. Ich habe noch keine Schiffe drauf gesehen. Ah, jetzt bewegt sich was. Aber bis in die Stadt dran ist es ganz schön weit. Ah, ich habe ja neue Schuhe an, die halten durch. Der Bereich hinten, den besuche ich nachher am Rückweg. Vorbei gehe ich jetzt am historischen Rastplatz, am Naturgartenforum und dann an Natur-Umweltschutz-Akademie. Da steht aber mal ein schönes Häuschen. Ja, das meine ich nicht. Ja, da wird aber was Schönes für den Garten zu stellen. Das ist so ein kleiner Ausstellungspavillon. Ja, man muss nur die richtigen Ideen haben. Ach, hier gibt es so einen kleinen Hafen. Drüben hier wird ein Storchennest zu bewundern. Thank you.
aus dem Gewässer. Was man so aus Strand gut alles machen kann. Bisschen Fantasie und ein bisschen Farbe. Da kann man die Heuschrecke ja gut erkennen. Gut, die Tulpen sind ja nicht mehr taufrisch, aber da hat die ja überhaupt so lange gehalten hier. Hier haben sich schon Gedanken gemacht für Hochbeete. Tolle Ideen. Sehr schön, gute Arbeit. Die sind noch gut in Schuss. Ist ja schade. Sind da früher hier, wäre besser gewesen. Die Ella. Jetzt kommen die Stationen 17 bis 13. Das Sternenhaus, der Schöpfungsgarten. Das wäre auch eine tolle Sache, mit dem Schiff zu fahren. Ja, hier in der Nähe gibt es ja nochmal ein Schloss, das Schloss Fürstenberg. Ich glaube, da fahren die auch hin. Das muss jetzt erstmal rückwärts hier raus und dann drehen. Schöpfungsgarten. Ja, bis zur Stadt Höxter, bis zur Stadtgrenze ist es noch ein Stück. Wir sollen ja eine tolle historische Altstadt haben. Hier ist der erste Teil zu Ende. Ich arbeite an einem zweiten.